keine Bewegung. Willkommen bei Resident Evil, bei der Pianist LP. Ja, der nächste Part. Yeah. Und wir sind in einer Gartenhütte gelandet. Und hier ist nicht mal Heilung drin. Yeah, geil. Super. Ihr wollt mich doch verarschen. Den habt ihr nicht gerade gesehen, Leute, oder? Den habt ihr nicht gesehen. Ich habe Angst. Oh nein! Oh Gott, da kommt noch einer. Los! Oh! Du scheiß Bieter, der Hund. Gott, falsche Richtung. Gehst du weg! Sitz! Hast du Platz? Oh nein! Oh nein, das ist böse. Geh weg! Gehst du weg! Bleibst du? Bleib liegen! Boah! Scheiß Köter, ey! Okay, fein. Geht noch. Jetzt nehmen wir lieber ein rotes. Boah, zwei rote und drei. Die kann ich sogar alle mitnehmen, ey. Aber wäre das jetzt so schlau, die alle mitzunehmen? Auf jeden Fall kombinieren wir mal hier. Zack. Genau, ja, super. Weil wenn man ein grünes mit dem roten verbindet, hat man gleich eine Dreifachheilung. Ja, dreifach, was haben wir ja... War das nicht in dem Botanikbuch gestanden? Jo, mix it und zack. Soll ich es wirklich mitnehmen? Nehmen wir mal mit. Hab ich schon nachgeladen? Natürlich habe ich nachgeladen. Oh Gott! Was ist das? Das ist blaues Kraut, ne? You can't carry any more items, ja klar. Erst gucken, dann looten. So, gucken wir uns hier nochmal um. Hier ist nichts mehr. Was war denn da hinten? Hä? Was ist denn da? The map of Garden. Oh shit. Gucken wir doch gleich mal drauf, ey. Wow. Menschen? Garden. Oh, wir sind also da. Ja, da wo der gelbe Punkt links ist, sind wir gerade. Da sollte es eigentlich irgendwie runtergehen. Was es natürlich nicht tut. Das ist wahrscheinlich irgend so ein Aufzug-Dingensen. Aber die Tür haben wir nicht probiert. Ich meine, wenn die jetzt nicht gehen, dann wäre irgendwas faul, ne? Servus. Mach die Tür auf. Ja, ist die alt. Ja, schwimmen wollte ich aber jetzt nicht. Aha, eine Wasserpassage mit der Leiter. Ah. Ein Loch. Kurbel mal, Kumpel. Geh nur der Kurbel und passiert nichts mehr. Ja, die müssen wir wieder mitnehmen. Vor allem in dieser Filmsequenz waren wir gar nicht drin. Ne? Unsere Stelle, wo wir stehen, war zwar da, aber wir waren nicht drin. Also uns gab es praktisch gar nicht. Scheiß auf die Leiter. Oh Gott! Angriff der Killerschlangen! Run! Tschüss!
Ihr Penner. Nicht mit mir. Oh mein Gott, Netz! Hunde! Oh, gleich drei! Oh mein Gott, Netz! Oh, das ist ja wie bei... Das ist Hardcore Hassel the Hoff, wenn ihr das kennt. Alter! Jetzt reicht's! Das hat nämlich der Hasselhoff. Ja, ihr wisst schon, ne? Hier so run, run, run. Insider. Lass mich in Ruhe. Achso, geh weg. Voll gecheatet hier. Bleib fliegen. Soll ich es einspielen? Nee. Wir lassen es mal. Ich möchte hier nicht spoilern. Auf jeden Fall Don't Hassle the Hoff bei YouTube eingeben und angucken. Dann wisst ihr Bescheid. Ich möchte an dieser Stelle Merlus grüßen, der mehr Resident Evil sehen wollte. Also ja, deswegen mache ich das. Also dank ihm. Oh, was haben wir da? A Battery. Da passt eine Batterie rein. Ich glaube, das ist der Aufzug, den wir von oben gesehen haben. Und da ist schon wieder eine Tür. Genauso scheiße. Die sieht eigentlich genauso aus wie der andere. Oh nein, ihr wollt mich doch verarschen. Oh nee, da ist noch einer, ey. Oh. Der Hund ist nur zu blöd zum Scheißen. Oh. Bleib fliegen. Sit. Gehst du down? Oh nee, das kann nicht wahr sein. Ihr wollt mich doch verarschen. Na, wo ist er? Hallo? Bodo! Rennt der jetzt den Weg zurück? Muss losen. Ich hab ne ewig Zeit. Kumpel! Hallo? Ah, Kumpel! Tschüss, Mann! Bleib zu liegen! Und tschüss. Läuft. Auch Munition an den. Oh, in jedem Bereich drei Köter, ey. Was kommt als nächstes? Ultimate Dog of Destruction oder was? Noch mehr Grünzeug? Oder Blauzeug? Können wir ihn nicht tragen. Okay. Boah, ich würde nur sagen, wir fangen mal mit den Türen an, ne? Wo sind wir denn jetzt gelandet? Oh, das hört sich schon mal freundlich an. Oh, da oben steht auch was Freundliches. Ja, ach, das hätten wir doch wegbleuen können. Das brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht. Ja, mehr können wir nicht ablegen. Oh, Munition auch noch, ey. Ich drehe am Rad. Ja, Spray hat man schon lange nicht mehr. Unten liegt nichts, aber da ist was. The Clip. Eine Schreibmaschine, die wir jetzt auch gleich benutzen werden. Weil wir haben ja schon lange nicht mehr gespeichert. Ja, you can save your progress here. Ja, wenn wir jetzt mal oben überspeichern.
Die fünfte Speicherung im Garten. Gardhaus. Im Gartenhaus. Welch. Ja. Übler Moment. Na, stopp, 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 Junge. Du legst das First Aid Spray ab. First Aid Spray? Ja, First Aid. Und wenn es nicht so heißt, ich habe es jetzt gerade so genannt. So. Da haben wir noch eine Tür. Oh, die ist offen. Jetzt habe ich Angst, wenn da wieder Zombies sind. Ich höre schon was. Oh my goodness. Junge, leg dich um den Boden. Okay. Jetzt noch nicht tot. Bleibst du liegen? Oh, jetzt, Alter! Beruhig dich! Das ist ja gut, ey. Genau, genau! Oh, 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 oh. Ich drehe noch am Rad. Behinderte. Kommt immer so einfach fertig aus. Wow. Buch lesen? Oh nein. Was haben wir denn hier? Nothing? Blabla. Das ist okay, so cool. Oh. Unser Small Kamer wieder. Scheiße, ich habe jetzt gar nicht meine... Hä? Da liegt das Buch. Achso, da liegt's ja. Was ist das? Ach so, ah. Konnte man damit irgendwas machen? Check it out. Da steht nichts drin. Okay. Na, okay. Das muss auf jeden Fall für irgendwas nützlich sein, sonst wird es ja gar nicht rumlegen. Oder haben wir noch so eine kleine Tür? Wahrscheinlich das Badezimmer oder sowas. Bathtub is filled with muddy water. Ja. Ich warte immer noch drauf, dass da irgendwas rauskommt, wenn man da irgendwas... Ist wirklich was drin? Ein C-Room-Key. Also ein C-Raumschlüssel. Und sonst nichts? Naja. Sieht jetzt irgendwie sauber aus, ne, aber ja. Das ist halt so, ne? Die Zombies sind weg. Komisch. Oh. Nee, da gehe ich nicht drüber. Rote große Tür. Sieht wichtig aus. Ciao Bella. Nein, die machen wir jetzt nicht. Ist mir doch etwas gefährlich. Ja. Das kann man verschieben. Das haben wir ja vorhin schon gesehen. Ist zwar ein bisschen anders als im Remake, aber da waren die Möglichkeiten ja noch nicht so. Halt, oh, war das jetzt schon zu weit? Mach mal so ein wenig rüber. Das war jetzt vielleicht etwas zu weit, oder? Mal gucken. Ja, komm, schieb. Schieb, Chris! Mensch!
Da muss man sich mal Pixel genau davor hinstellen und dann schieben. Aber das passt sogar, ja? Mann, bin ich gut. Bleibt das da eigentlich stehen, wenn man wieder rauskommt? Oh Leute, der Part ist zu Ende. Uah. Naja, ich hänge noch gleich einen ran, also bis zum nächsten Mal halt. Den seht ihr halt dann irgendwann später. Also bleibt dran und schaut mir weiter beim Resident Evil zu. Bei der Pianist-LP.